Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchen, zu einem neuen Foodhaul von mir. Ja, heute war es schon wieder soweit. Ich habe mal wieder unseren Wocheneinkauf gemacht. Auch diese Woche war ich bei Edeka, weil ich da momentan einfach am liebsten einkaufen gehe. Ja, und was ich da so alles eingekauft habe, zeige ich euch wie immer in diesem Video und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. So, aber auch diese Woche geht es natürlich wieder los mit unserem Wochenplan. Ich habe schon ein paar Gerichte von letzter Woche wieder übrig, die wir natürlich verarbeiten werden. Und ich muss sagen, fürs Wochenende habe ich noch nicht eingekauft, denn ich habe jetzt am Wochenende Mädelsabend. Ich darf es nicht so laut sagen, schon hört es die Sophie. Und da essen wir Raclette. Dafür gehe ich aber erst am Freitag einkaufen, weil wir Mädels noch klären wollten, wer was macht. Und dementsprechend habe ich jetzt auch für Sonntag nicht eingekauft, weil ich dachte, ich gehe am Freitag eh nochmal. Das heißt nur von Montag bis Freitag dieses Mal. Und heute gibt es bei uns wieder Brötchen. Ich glaube, ihr kennt das mittlerweile von uns. Immer wenn ich Einkaufstag habe, gibt es nur schnell Brötchen. Ich habe auch später noch einen Termin beim Hausarzt und da muss es eh mal schnell gehen. Die To-Do-List ist lang und ja, uns alle stört das nicht, wenn es auch mal schnell nur Brötchen gibt. Genau. So, dann gibt es bei uns morgen einen Cavanossi-Eintopf. Es fängt ja jetzt so wieder die Eintopfzeit an. Habe ich schon so lange nicht mehr gemacht und der ist so lecker. Ich glaube, ich werde mal wieder für euch ein Food Diary drehen und da bekommt ihr dann auf jeden Fall das Rezept wieder. Dann gibt es bei uns von letzter Woche noch Spaghetti Carbonara und Karottensalat. Und ebenfalls von letzter Woche, ich glaube sogar schon von vorletzter Woche, meine ich, gebratene Nudeln. Und dann gibt es bei uns wieder die Haferflockenbratlinge mit Bohnensalat, dazu Tzatziki. Die schmecken uns einfach richtig gut zurzeit. So, Handy kommt weg und dann würde ich sagen, wir fangen an. Wie immer mit den Kühlprodukten, wobei ich dieses Mal Kühlprodukte, Obst und Gemüse in einem Körbchen habe. Ihr habt es ja gesehen, ne? Ich habe diese Woche nicht viel gebraucht. Ich hatte auch noch viel jetzt zu Hause. Wir waren nämlich am Samstag in der Heimat und da waren wir dann auch bei Globus. Ein bisschen was einkaufen an Angeboten und so. Genau, da zieht es uns irgendwie immer hin, weil das gibt es halt hier bei uns im Odenwald nicht. Ja, so, Pizza war im Angebot. Spezial habe ich gegriffen, Salami wollte ich eigentlich. Naja, gut, habe ich auf jeden Fall zweimal mitgenommen. Einfach das, was in der Truhe ist, gebraucht haben, was nicht. Was wir auch nicht gebraucht haben, ich aber trotzdem eingekauft habe, denn es war im Angebot von Bürger die schwäbische Eierknöpfle. Ihr wisst, daraus mache ich mir Käsespätzle und ich habe geguckt, die sind noch lange genug haltbar. Wird es bei uns dann nächste Woche Käsespätzle geben oder vielleicht schon am Sonntag, weil ich habe ja für Sonntag kein Gericht geplant. So, durfte mit und, nee, finde ich jetzt nicht. Naja, egal, machen wir mal hier weiter. Ich habe zweimal Cabanossi Classic geholt, halt für diesen Cabanossi Eintopf. Gab es bei uns in der frischen Theke nicht und deshalb, ja, habe ich auf diese Variante dann zurückgegriffen. Dann dürfte zweimal geriebenen Mozzarella mit einmal brauche ich. Das habe ich schon wieder vergessen für was. Und einmal wollte ich uns mal wieder ein Omelette machen. Hat man nämlich auch schon wieder länger nicht mehr. Und dann mache ich immer so ein bisschen Streukäse mit rein. Dann war im Angebot bei Edeka der Almigurt von Ehrmann. Habe ich jetzt mal zwei Gläser mitgenommen. Ihr wisst ja, ich esse eh total gerne Erdbeerjoghurt. Einmal Erdbeer und einmal Bobo Vanilleduft mit. So, dann habe ich es diese Woche ganz einfach gemacht, weil ich mal wieder ein Zeitproblem habe. Mittlerweile ist es ja auch nichts Neues mehr bei mir, gell? Tzatziki, ja, habe ich dann einfach mal jetzt so ein Fertiges mitgenommen für die Haferflockenbratlinge. Dann war Presso im Angebot, da habe ich jetzt einmal noch mit Kräutern der Provence eingekauft. Wir haben aber noch ganz viel Streichkäse, deshalb ist das der einzigste, den ich mitgenommen habe. Selbstverständlich durfte auch diese Woche wieder meine zwei Becher Latte Macchiato mit. Ja, meine heimische Sucht, ihr wisst es, gell? Und ich habe ja auch letzte Woche ganz viel Rama-Creme-Fin gebraucht, aber für diesen Eintopf brauche ich auch noch mal viel und deshalb habe ich noch mal zwei Fläschchen Rama-Creme-Fin dann eingekauft. Dann durfte einmal Schmelzkäse mit, ebenfalls für den Cabanossi-Eintopf. Und ja, da habe ich den sahnigen dann eingekauft. Dann habe ich noch einmal Rama mitgenommen. Ja, wie immer da die Streichzarte, kennt ihr ja mittlerweile auch von mir. So, dann war noch was im Angebot, was ich auch immer für die Käsespätzle brauche. Deshalb habe ich gleich zugeschlagen. Bergkäse, dieses Mal der würzig-nussige. Wie gesagt,
dann zu den Käsespätzchen. Es hat einfach gepasst, was im Angebot jetzt war. So, dann habe ich jetzt meine Tochter, meine große Tochter, auch endlich mit angefixt. Deshalb habe ich gerade 3 Becher eingekauft. Ja, ich weiß, ich möchte es mal selbst machen. Mache ich auch irgendwann. Der Eierbrotaufstrich mit Sahne verfeinert steht da jetzt drauf. Habe ich jetzt 3-mal mitgenommen von Gut und Günstig. So, dann haben wir dann noch einmal Weichkäse. Habe ich für Celine und Janis mitgenommen. Die essen den ja ganz gerne. Und dann war ich auch noch gleich beim Metzger. Da ist drin Schinkenwurst, Fleischkäse, also alles Aufschnitt, Salami, Schwarzwälder Schinken und Fleischsalat. Den isst die Celine immer so gerne. Hat insgesamt 8,80 Euro gekostet, der Aufschnitt. Dann geht es weiter bei Obst und Gemüse. Habe ich auch sehr viel gebracht, weil wir noch viel zu Hause haben. Unter anderem habe ich dann einmal Kartoffeln eingekauft. Auch für den Cabanossi-Eintopf. Ihr seht, man braucht viele Dinge dafür. Unter anderem auch Lauchduft, da eine Stange mit. Dann habe ich einen guten Bund Bananen eingekauft. Und bei Edeka waren Mandarinen im Angebot. Es gab aber leider keine, war auch nirgends ausgeschildert. Deshalb habe ich jetzt auch die teurere Variante gegriffen von San Luca. Das sind die kleinen, wobei ich sagen muss, die Mandarinen von Aldi letztens, die waren viel, viel besser. Die waren auch größer. Das sind halt nur so kleine Futschelsdinger. Da schält man sich echt bekloppt. Aber naja, habe ich ein Netz mitgenommen, werde ich die Woche mit Sicherheit dann auch noch mehr kaufen müssen. Dann einmal Sherry-Tomatenduft mit. So, dann habe ich 2 Kiwis für den Janis, 2 Feigen für die Celine und insgesamt 3-mal Salatgurke zum Snacken und so weiter und so fort. So, zum Schluss ist hier warum auch immer noch ein Päckchen Ibuprofen gelandet. Haben wir uns am Wochenende geholt, weil die Celine hatte Kopfschmerzen, ich Zahnschmerzen. Ja, warum auch immer, lag es jetzt halt im Einkaufskörbchen, gell? So, achso, ja, ich bin auch noch in voller Arbeitsmontur hier. Ich hatte heute keine Mittagstour und bin dann direkt nach der Arbeit einkaufen gegangen, damit ich das schnell ohne Sophie machen kann. Sie habe ich jetzt eben abgeholt. Sie sitzt jetzt auf der Couch und ich befürchte, mein Kind wird schon wieder krank. Ich hoffe es nicht. Toi, toi, toi. Weil wir sind auf Arbeit stark unterbesetzt. Wenn jetzt noch das Kind krank wird, ja, dann ist das Chaos halt perfekt, gell? Hoffen wir das Beste. So, beim Bäcker war ich auch wieder. Ich habe einmal 10 Brötchen dann für heute zum Essen geholt. Der Rest kommt in die Lunchbox, was übrig ist. Und dann habe ich jedem ein Plunderteilchen, also so ein Nussplunderteil mitgenommen. War nämlich auch im Angebot. Und dann durfte noch ein Roggenmischbrot mit, ebenfalls diese Woche im Angebot. Ich glaube für 1,80 Euro. Yes. So, das waren die Bäckerprodukte. Ach so, ich habe euch gar nicht gesagt, was ich ausgegeben habe. Es waren diese Woche 99 Euro und ein paar zerquetscht. Also wirklich relativ günstig. Aber ihr seht ja, ich habe auch bei weitem nicht die Masse, die ich normalerweise halt einkaufen muss. Ne? Wegen der 2 Gerichte, die ich ja gespart habe. Aber ich bin am Überlegen, ob ich dann, da ich am Freitag nochmal einkaufen gehe, ob ich euch da nicht nochmal ganz spontan einen Foodhaul raushaue. Weiß ja nicht, habt ihr Lust drauf, dass ihr den Foodhaul auch noch sehen wollt. Oder ich mache einen Foodhaul und vlogge gleichzeitig so ein bisschen die Vorbereitungen. Über Freitag, Samstag, weil ich da auch ein bisschen was zu tun habe. Also lasst es mich mal gerne wissen unten in den Kommentaren. Das würde mich jetzt interessieren. Wollt ihr diese Woche ein extra Foodhaul oder ein Foodhaul mit Vlog? Wobei der Vlog, der würde erst später online gehen, weil ich schaffe es nicht zu schneiden. Und ein Foodhaul ist halt, den schneide ich ja nicht, den habe ich ja gleich durch den PC gejagt, ja. So, dann, es war was bei Edeka im Angebot für 2,22 von Lion. Ihr wisst ja, der Janis isst das ab und zu ganz gerne. Allgemein hole ich sowas eigentlich gar nicht mehr. Aber wie gesagt, wenn es im Angebot ist, das ist jetzt mit Salted Caramel and Chocolate. Ja, ich glaube, mit Salted Caramel hatte ich noch nicht. Und bin gespannt, was der Ernest dazu sagt. So, für die Kinder habe ich dann noch so kleine Mini-Magdalenas mitgenommen. Ich hätte eigentlich gesagt, dass Mini-Muffins sind. Steht aber Magdalenas drauf. Dann habe ich einmal saure Gürkchen von Kühne, waren ebenfalls im Angebot für 1,29 Euro. Hey, ich mach mich, ich merke mir langsam die Preise, merkt ihr, gell? Genau, einfach jetzt gleich zu den Brötchen, Brotzeit und so weiter. Dann für Bohnensalat habe ich junge Brechbohnen und ich werde ganz, ganz oft gefragt, wie ich meine Salate mache. Ich mache eigentlich, bis auf den Krautsalat mache ich immer das ein und selbe Dressing oder bei Gurkensalat. Ich benutze immer die Salat-Fix-Päckchen von Just Spices für Gurkensalat, die mit Dill.
Für alle anderen Salate nehme ich Gartenkräuter, rühre das nach Packungsanleitung an und dann mache ich aber immer noch so ein viertelstes Fläschchen Rama Creme Fine und ein guter Schuss Maggi dran. Und ganz wichtig am Salat sind Zwiebeln. Und wie gesagt, so sind eigentlich all unsere Salate, außer Gurkensalat, da mache ich keine Zwiebeln dran. Naja, auf jeden Fall eine Dose Brechbohnen. So, dann habe ich mal mehr Angebote eingekauft für die Kinder. Und zwar von Goldfischli habe ich jetzt einmal original, einmal Sesam mitgenommen, war für 89 Cent im Angebot. Dachte ich, komm, nimm mit. Dann habe ich für die Celine noch Oreo-Kekse mitgenommen, ebenfalls diese Woche im Angebot für genau 1 Euro. Ich mache mich echt, ja. Es war noch was im Angebot, habe ich dann mir mitgenommen. Ich hatte das so lange nicht mehr und ab und zu esse ich ganz gerne auch mal davon ein Rippchen. Rum, Traube, Nuss ist das von Ritter Sport, war im Angebot für 79 Cent. Also Edeka hat diese Woche echt gute Angebote. Noch was einfach zum Kaffee, vielleicht wenn mal wieder Besuch kommt oder halt einfach so. Baumspitzen habe ich mitgenommen mit Vollmilch, also so Baumkuchenspitzen, genau. So, noch eine Sache, damit der Süßigkeiten-Schrank auch mal wieder gefüllt ist. Da war nämlich lange nichts mehr richtig drin. Leibniz, alles von Leibniz war im Angebot für 1,11 Euro. Da habe ich jetzt einmal diese Zootiere mitgenommen und einmal Leibniz Schoko Mini. So, und zum Schluss hätte ich noch 3 Pakete Milch eingekauft, weil ich von letzter Woche noch genug habe, die mit 3,5% Fett. So. Und im Auto habe ich wieder 2 Sixer Wasser. Und 3 Flaschen Apfelsaft, 3 Flaschen Multivitaminsaft. Das reicht uns mittlerweile eigentlich für eine Woche. Wir sind aber auch im Moment relativ selten zu Hause. Und da ist das ausreichend. Ja, das war wie gesagt unser Wocheneinkauf. Und ansonsten lasst mich wie gesagt gerne in den Kommentaren wissen, ob Food Haul oder Vlog, der allerdings ein bisschen länger dauert. Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und ich freue mich, wenn ihr am Donnerstag zum Video mit dabei seid. Ich habe euch mal wieder ein Q&A abgedreht, da hatte ich euch auf Instagram gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen stellen wollt und es kamen so, so viele Fragen dran. Nee, es kamen so viele Fragen zusammen, dass ich tatsächlich noch ein weiteres Q&A gedreht habe. Das kommt dann aber erst nächste Woche. Ja, genau. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's euch fein. Bis die Tage. Ciao.